Schausteller Rudi Isken in seinem Element. 5 Tage bleiben noch, dann wollen hier bis zu 150.000 Besucher ihren Spaß haben. Ja, wir bauen jetzt gerade den Autoscooter auf. Wir beginnen hier mit der Fahrbahn. Die muss genau natürlich plan liegen. So, ist ja keine Berg- und Talbahn, sondern das soll schön gerade sein für ein ordentliches Fahrerlebnis. Mit seinem geliebten Autoscooter ist der Dortmunder schon seit über 30 Jahren unterwegs. Klar, dass sich Rudi damit auskennt, wie kaum jemand sonst. Hoch, weiter, 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 hoch! Beim Aufbau herrscht auch schon mal ein rauerer Ton. Schließlich muss der Laden laufen. Ja, man muss immer so ein bisschen gucken, dass alle mitarbeiten, wenn wir so viele sind. Dann riechen die Jungs hier schon mal so ein bisschen einem rumstehen und passt nicht so ganz auf. Die Jahre der Pandemie, sie haben nicht nur die Branche, sondern auch Rudi Isken persönlich verändert. Wenn man dann wirklich ohne selber was falsch gemacht zu haben, stillgelegt wird über Wochen und Monate, dann macht das nicht nur wirtschaftlich was mit einem, sondern auch psychisch. Und natürlich muss auch alles instand gehalten werden. Wir haben ja jährliche TÜV-Abnahmen etc., die bei uns sein müssen. Und da kann ich ja nicht nach 3 Jahren sagen, hurra, hier bin ich und jetzt geht's weiter. Also wir hatten auf jeden Fall für unseren Betrieb monatlich ungefähr so 18.000 Euro Verpflichtung. Auch in der Corona-Zeit, als alles stillgestanden hat. Also das hat uns schon vor Aufgaben gestellt. Die er, auch dank staatlicher Hilfen, gemeinsam mit seinem Team zum Glück meistern konnte. Außerdem gab es Unterstützung vom eigenen Nachwuchs. Denn Sohn Rudi Junior packt von klein auf mit an. Ein echter Familienbetrieb halt. Ich kenne es nur so. Und ich bin grundsätzlich schon immer jemand gewesen, der körperliche Arbeit mag. Aber auch immer so ein bisschen das dabei gerne nachdenken. Mal kurz weitergehen. Der 23-Jährige gehört zur 7. Generation einer wahren Schausteller-Dynastie. Ja, das Ganze drumherum, das Abwechslungsreiche macht mir sehr Spaß, dass jede Woche was anderes ist, also immer neue Probleme, neue Herausforderungen, dass wir nie langweilig sind. 3 Tage später zurück in Dortmund. Inzwischen sieht das Ganze immer mehr nach Autoscooter aus. Wobei, irgendwas fehlt hier doch noch. Ja, wir laden jetzt gerade die Autos aus. Das machen wir mittels einer Hebebühne aus einer Auffahrrampe sozusagen, weil die Autoscooter dann doch, glaube ich, etwas über 200 Kilo wiegen. Und die wollen wir nicht alle tragen. Deshalb haben wir uns das ein bisschen vereinfacht. Und vor allem mit der Hebebühne über die Auffahrrampe einfach auf die Fahrbahn drauf, damit wir es nicht alle im Kreuz kriegen. Danach. Fehlen nur noch die Stangen, über die die Autos von oben mit Strom versorgt werden. Außerdem die Chips vom letzten Mal rausnehmen, alles sauber machen. Und dann kommt der 49-Jährige geradezu ins Schwärmen. Das Besondere an der Fahrt ist, finde ich, dass keine Fahrt ist wie die vorherige. Der Besucher bestimmt die Fahrt selber, ob es halt ein bisschen Bilder haben will oder halt auch nicht. Und und das alte Schema funktioniert immer noch, dass der junge Mann das nette Mädel immer auf eine Fahrt einladen kann. Stichwort Fahrt. Natürlich lässt sich der Chef des Kirmesklassikers die persönliche Proberunde nicht nehmen. So, die erste Fahrt ist absolviert. Es hat Spaß gemacht, gutes Gefühl, dass alles funktioniert. Wir sind fast startklar. Was aber, wenn das Wetter nicht mitspielen sollte? Doch auch dafür hätte das Ruhrpott-Original eine Lösung. Es gibt den schönen Spruch, den haben wir mir dann zu Nutzen gemacht. Wenn es regnet, lächel ich. Weil wenn ich nicht lächle, regnet es trotzdem. Doch die beiden Rudis haben das Glück des Tüchtigen. Denn als es am Tag der Tage zählt, lässt sich tatsächlich die Sonne blicken. Heute spielt der Wettergott auch mit. Wir haben teilweise blaue Lücken am Himmel. Und da hoffen wir, dass gerade jetzt, wo die Sonne ein bisschen rauskommt, gegen späten Nachmittag und gegen Abend, noch einiges an Besuchern hier eintreffen wird. Und Rudi Isken wird nicht enttäuscht. Denn je später der Abend, desto voller wird's auf und an der Fahrbahn. Übrigens, ursprünglich kommen Autoscooter aus den USA. 1906 gab es dort den ersten. In Deutschland feierte man 20 Jahre später in Düsseldorf Premiere.
Die Schaustellerfamilie Isken stieg dann in den 50er Jahren ins Geschäft mit den kleinen elektrischen Autos ein.